Sollten die Steinkohlelager Europas zu Ende gehen, dann liefern die von Amerika und Australien noch ca. 200 bis 300 Jahre den Bedarf der Industrie. Ich bin davon überzeugt, dass durch Elektrizität in seine Elementarbestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zerlegtes Wasser zur unerschöpflichen Quelle der Wärme und des Lichts wird. Ich glaube also, dass man mit Wasser heizen wird. Das Wasser ist die Kohle der Zukunft. Ja, dass Wasser bzw. Wasserstoff wichtig ist für die Energieversorgung der Zukunft, das glaube ich zwar tatsächlich, aber diese Worte habe nicht ich mir ausgedacht. Diese Vorhersage stammt aus dem Buch Die geheimnisvolle Insel von Jules Verne und ist knapp 150 Jahre alt. Seitdem hat sich aber einiges getan, aber noch nicht genug. Heute ist Wasserstoff wieder groß im Hype. Es gilt als vermeintliches Wundermittel im Kampf gegen die Klimakrise. Denn wir stehen vor einem riesigen Problem. Um die Klimakrise einzudämmen, müssen wir eine Energiewende schaffen. Das heißt, weg von Kohle, Öl und Gas hin zu klimafreundlichen Alternativen. Und in Wasserstoff steckt aktuell extrem viel Hoffnung, verständlicherweise. Mit Wasserstoff kann man theoretisch heizen, Fahrzeuge antreiben, Energie aus Wind- und Solaranlagen speichern und transportieren und sogar klimafreundlichen Stahl herstellen. Und als Abfallprodukt entsteht Wasser. Aber Wasserstoff hat ein großes Problem. Einige Probleme, um genau zu sein. Es scheint wie die Wunderwaffe im Kampf gegen die globale Erwärmung, aber ganz so einfach ist es nicht. Ich habe in diesem Video für euch nachgeforscht, was am Hype um Wasserstoff dran ist und war selber ziemlich überrascht, was ich da alles herausgefunden habe. Also, können wir grünen Wasserstoff überhaupt hier in Deutschland herstellen? Wie genau funktioniert das? Welche Anwendungsgebiete sind sinnvoll, welche eher weniger? Was ist Wasserstoff eigentlich und was ist dran am Hype? Genau darum geht es heute. Ich bin Niklas und du schaust die Mindblown University. Bevor es losgeht, möchte ich mich gerne bei den Sponsoren dieses Videos bedanken, ohne die diese Reportage nicht möglich gewesen wäre. Vielen Dank an die Klimaallianz Deutschland, das Klimahaus Bremerhaven, die Deutsche Klimastiftung, den Verein H2BX e.V. und die Wirtschaftsförderung Bremerhaven. Dank ihnen konnten wir einige coole Wasserstoffprojekte besuchen und dieses Video realisieren. Denn in Bremerhaven wird viel zu grünem Wasserstoff geforscht und mögliche Anwendungsgebiete praktisch getestet. Mehr über die Sponsoren könnt ihr unter den Links in der Videobeschreibung erfahren. Wasserstoff ist das am häufigsten vorkommende Element in unserem Universum. Aber auf der Erde kommt es nur sehr selten in seiner reinen Form vor. Entdeckt wurde das Gas aus Versehen durch den Briten Henry Cavendish. Das war im Jahr 1766. Er hat in seinem Labor mit Salzsäure und verschiedenen Metallen experimentiert und dabei eine neue Substanz entdeckt. Ein farbloses, geruchsloses und brennbares Gas. Wasserstoff. In dieser reinen Form finden wir Wasserstoff aber so gut wie nie auf der Erde. Meistens wird es aus Wasser gewonnen. Ganz wichtig, Wasserstoff und Wasser sind nicht das gleiche. Aber Wasserstoff ist ein Bestandteil von Wasser. Es ist das H2 in H2O. Und genau das ist der Knackpunkt bei Wasserstoff. Um das Gas aus Wasser zu gewinnen, muss Energie aufgewendet werden. Deshalb ist Wasserstoff keine Energiequelle, sondern ein Energieträger. Warum das ein bisschen problematisch ist, dazu später mehr. Sobald man aber Wasserstoff in seiner reinen Form hat, kann man ihn wieder benutzen, um zum Beispiel Strom zu erzeugen. Dafür braucht man eine Brennstoffzelle. Dabei führt man dem Wasserstoff wieder Sauerstoff zu und es wird energiefrei, die man in Form von Strom nutzen kann. Als Abfallprodukt entsteht dann pures Wasser. Ganz nice eigentlich. Schon kurz nach seiner Entdeckung im 18. und 19. Jahrhundert hat man das Potenzial von Wasserstoff als Energieträger erkannt. Aber diese Technik konnte sich damals nicht gegen die Dampfmaschinen durchsetzen, die mit Kohle betrieben wurden. Wir standen also schon mal so kurz davor, Kohle durch Wasserstoff zu ersetzen. Oh Mann, stellt euch mal vor, das hätte damals schon geklappt. Aber fangen wir erstmal ganz vorne an. Wie wird Wasserstoff überhaupt hergestellt? Das machen wir mit einem Elektrolyseur. Der spaltet nämlich Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff auf. Und wir haben die Sonne, die liefert uns kostenlosen Strom. Über unsere Solarzelle nutzen wir diesen für unseren Elektrolyseur. Okay, also ich stecke jetzt einfach mal die Solarzelle an. Hier einmal und zweimal. Wenn man hier jetzt guckt, sieht man dort kleine Bläschen wandern. Da siehst du also, dass der Prozess schon in Gange ist. Und hier sind jetzt in diesem Behälter wird das Wasser nach oben gedrückt. Hier ist der Wasserstoffspeicher. Auf der anderen Seite ist der Sauerstoffspeicher. Sodass wir beide Gase jetzt gespeichert haben. Also wir haben es jetzt geschafft, durch den Spannungsunterschied
die Moleküle auseinanderzureißen. Wasserstoff in den einen Behälter und Sauerstoff in den anderen. Wie können wir daraus jetzt Strom generieren? Wenn wir jetzt den Moment haben, wo wir die Energie brauchen, nutzen wir eine Brennstoffzelle. Und auch dort siehst du zwei Anschlüsse. Und wenn man jetzt praktisch dieser Brennstoffzelle auf der einen Seite Wasserstoff zuführt, auf der anderen Seite Sauerstoff, verbinden sich diese beiden Gase wieder zu Wasser und dabei fließt ein elektrischer Strom, den wir dann nutzen können. Also auch wenn ich das hier wieder einfach anschließe, müsste jetzt, wow, und Strom fließen. Der Wasserstoff wird zugeführt auf der einen Seite, der Sauerstoff auf der anderen Seite, mhm, und in der Brennstoffzelle wird jetzt Strom produziert. Also, Wasserstoff herzustellen und dann daraus Strom zu machen, ist auf dem Papier und in der Umsetzung super simpel. Aber warum nutzen wir dann nicht jetzt schon überall Wasserstoff? Grund Nummer 1, Geld. Denn aktuell sind unsere Produktionsmethoden nicht effizient genug, um ausreichend Wasserstoff zu bezahlbaren Preisen herzustellen. Denn Elektrolyse ist ein energieintensiver Prozess. Und an der Verbesserung dieser Technologie wird hier geforscht. Ich stehe gerade im Hydrogen Lab vom Fraunhofer Institut für Windenergiesysteme. Das ist auch in Bremerhaven. Und wie ihr seht, hier wird gerade alles noch aufgebaut. Wir sind mit eins der ersten Kamerateams, die hier überhaupt drehen dürfen. Hier werden Experimente zur Effizienz von Elektrolyse gemacht. Denn bei der Herstellung von Wasserstoff mittels Elektrolyse geht Energie verloren und auch bei der Umwandlung in der Brennstoffzelle, also bei jedem Schritt. Man kann davon ausgehen, dass ca. 30-40% der Energie bei der Elektrolyse verloren gehen, zum Beispiel durch Abwärme. Man spricht dann also von einem Wirkungsgrad von so 60-70%. Die gute Nachricht ist, der war früher schon mal deutlich schlechter und es gibt immer noch Verbesserungspotenzial und genau daran wird hier geforscht. Mit das größte Problem von Wasserstoff ist seine Klimabilanz, denn wir wollen den ja einsetzen, um klimaneutral zu leben. Und wenn der Strom, den wir nutzen, um Wasserstoff herzustellen, aus nicht nachhaltigen Quellen, also Gas oder Kohle zum Beispiel, kommt, ja, dann haben wir das Problem ja einfach nur verlagert. Und wenn dann bei der Umwandlung noch mehr Energie verloren geht, haben wir unterm Strich noch eine schlechtere Ökobilanz. Lasst uns mal optimistisch sein. Stellen wir uns vor, wir hätten mehr als genug Ökostrom für alle. Und auch die Wasserstoffelektrolyse wäre schon so weit, dass es sich so richtig lohnt, die Technologie zu nutzen. Ja, dann wären immer noch nicht alle unsere Probleme gelöst. Denn unser Stromnetz zum Beispiel ist noch überhaupt nicht auf so viel Ökostrom ausgelegt. Das ist nämlich ein Unterschied, ob ich je nach Bedarf Kohle verbrenne, um Strom zu erzeugen, oder mit Solarzellen nur genau dann Strom erzeugen kann, wenn die Sonne scheint. Aber genau deshalb ist Wasserstoff als Energiespeicher ebenso wahnsinnig interessant. An so eine Lösung wird gerade an der Hochschule Bremerhaven geforscht. Und das habe ich mir angeschaut. In diesem Microgrid-Container wird ein Kreislauf aus Stromerzeugung und Speicherung simuliert. In klein. Und das ist eigentlich das Prinzip dieses Containers. Ich nehme, wenn ich den Strom aus Erneuerbaren habe, also Wind und Sonne, dann benutze ich ihn direkt. Und alles, was überschüssig ist, transformiere ich durch eine Elektrolyseanlage in Wasserstoff. Und das kann ich eben hier dauerhaft speichern, haben wir schon getestet. Und den könnten wir im Winter, haben wir auch schon gemacht, im letzten Winter, den Wasserstoff hier wieder rausholen, den wir im Sommer durch PV eingespeichert haben. Ja. Machen dann über eine Brennstoffzelle aus Wasserstoff wieder Strom. Denn das ist eins der größten Probleme der Energiewende. Energie speichern. Denn Strom muss eigentlich genutzt werden, sobald er produziert wird. Wenn die Sonne aber mittags am höchsten steht und die meiste Energie liefert, wird in vielen Haushalten kaum Strom verbraucht. Erst wieder nachmittags und abends, wenn alle wieder zu Hause sind. Wie sich dieses Problem lösen lassen könnte, demonstriert eben dieser Microgrid-Container. Der Ökostrom für die Anlage kommt vom Dach der Hochschule. Hier sorgen ein paar kleine Windkraftanlagen und Solarzellen für die nötige Energie. Genau. Das ist der Umrichter von einer Solaranlage. Hier sind die Windkraftanlagen, ne? Die zwei kleinen Windkraftanlagen, die vertikal, hier sind die horizontal. Das sind die Umrichter dafür. Das habe ich tatsächlich noch nie so richtig gesehen. Ich kenne schon Garagen, wo eine PV, so ein PV-Ding installiert ist, aber ich habe noch nie gesehen, dass sich jemand jetzt sagt, ich mache mir selber eine Windkraftanlage aufs Dach und nutzt den Strom davon. Hier, das ist die Elektrolyseanlage. Das ist nur die Elektrolyse hier oben. Nur dieser oberste, das hier, ja, genau, ist nur das. Das Stack ist nur so groß, ne? Ja, okay, das kann man sich ja wirklich so aussehen. Genau, der Rest ist nur dieses Drumherum, was man benötigt. Also hier, wie gesagt, ist Elektronik drin, da sind Lüftungsanlagen drin für die Elektronik. Und die Datenverarbeitung, hier ist die Energieversorgung drin. Gaskühler oder Gastrockner, da wird das Gas quasi abgekühlt. Und durch das Abkühlen fällt die Restfeuchte aus, damit ich im Wasserstoff kein Wasser habe, wenn ich es durch die Leitung schicke. Und das ist die Wasseraufbereitung. Ich brauche nämlich für die Elektrolyse sauberes Wasser. In dem Sinne, ich darf keine Verunreinigung da drin haben. Und die Brennstoffzelle vielleicht noch. Das ist die hier. Da geht der Wasserstoff rein.
und Strom kommt raus. Mhm. Und zwar das heißt, lastabhängig. Ne? Das heißt, wenn man dann den Wasserstoff eben hier gelagert hat, hinterm Haus in diesen Behältern, eben mit Druck, dann sagt man so, jetzt möchte ich gerne den Wasserstoff nutzen, um Strom zu machen. Dann wird der da reingeschleust und dann entsteht Strom. Genau, richtig. Ich nehme die Reaktionsluft aus der Umgebung, mache hier nur ein Ventil auf, dann geht das hier übers Hauptventil in die Brennstoffzelle und sobald die den Druck hat, kommt hinten Strom raus. Okay. Ja, und je mehr Last ich habe, desto mehr fordert sie auch ab an Strom und desto mehr Durchsatz an Gas habe ich und desto mehr Strom macht. Und der Wasserstoffteil der Anlage passt also in zwei große Schränke. Einmal die Elektrolyse, um Energie in Wasserstoff umzuwandeln, und einmal eine Brennstoffzelle, um aus dem Wasserstoff wieder Energie zu gewinnen. Das ganze andere drumherum im Container sind teilweise Messgeräte für die Forschung. Hier geht es ja immerhin noch um Wissenschaft. Vielleicht haben wir also bald alle eine eigene Wasserstofftechnik im Keller. Die kann dann Solarstrom vom Dach bei Bedarf umwandeln und speichern. Aber wir haben ja schon eben gelernt, bei dieser Umwandlung geht Energie verloren. Und das ist natürlich ärgerlich. Also sollte man die Energie wirklich nur dann im Wasserstoff speichern, wenn sie nirgendwo anders benötigt wird. Und dabei gibt es eine Menge Anwendungsbereiche, wo wir Strom oder Wasserstoff gut gebrauchen könnten. Dieser Bus hier fährt zum Beispiel mit Wasserstoff. Und das schon heute. Davon sind aktuell 3 im regulären Linienverkehr vom Bremerhaven unterwegs. Der Tank auf dem Dach sorgt für 400 Kilometer Reichweite. Eine Brennstoffzelle wandelt den Wasserstoff wieder in Strom um. Und aus dem Auspuff, also es gibt eigentlich gar keinen, kommt dann nur Wasser. Und pst, viel leiser als ein normaler Verbrennermotor ist er übrigens auch. Für ein normales Auto lohnt sich ein Wasserstoffantrieb allerdings nicht. Das liegt daran, dass bei der Umwandlung von Energie zu Wasserstoff zu Strom viel Energie verloren geht. Da lohnt es sich eher, diese Energie direkt in die Batterie eines E-Autos zu laden. Aber ab gewissen Fahrzeuggrößen lohnt sich das Wasserstoffauto, weil dann die Batterie für die E-Autos viel zu schwer wäre. Das heißt, dann wäre es schon sinnvoll, Autos oder Fahrzeuge mit grünem Wasserstoff zu betanken. Also, Wasserstoff hat extrem viel Potenzial, uns bei der Energiewende zu helfen. Kein Wunder also, dass es im Kampf gegen die Klimakrise immer öfter eingesetzt wird. Also, was muss jetzt passieren? Als erstes brauchen wir vor allem eins: klimaneutralen Strom. Und da sind wir in Deutschland eigentlich aktuell ganz gut dabei. Bereits die Hälfte unseres produzierten Stroms kommt aus erneuerbaren Quellen. Aber wenn wir fossile Brennstoffe hinter uns lassen wollen, dann brauchen wir in den nächsten Jahren immer mehr Ökostrom. Und das bedeutet, dass wir eben mit anderen Ländern kooperieren müssen. Denn wir selbst haben nicht genug erneuerbare Energien. Und bei dieser Kooperation, da müssen wir halt einfach aufpassen. Weil wenn man von einzelnen Ländern abhängig wird, ja, dann haben wir selber gespürt, was das bedeutet, wenn Länder wie Russland auf einmal die Gaspreise quasi einfach selber bestimmen können. Und das Verrückte ist ja, dass die Länder, die uns aktuell mit fossilen Brennstoffen versorgen, eben auch sehr gute Karten haben für eine Menge Ökostrom. Zum Beispiel die arabische Halbinsel, die da vorne gerade ins Bild kommt. Da könnten wir eben auch bald sehr, sehr viel Solarstrom herbeziehen. Und genau diese Abhängigkeit wollen wir eben vermeiden. Deswegen gilt es, wenn Kooperation von vielen einzelnen Partnerländern. Wenn ihr euch für mehr Lösungsansätze zur Energiewende interessiert, dann kann ich euch diese Ausstellung hier sehr empfehlen. Sie heißt Power to Change, findet man aktuell im Klimahaus in Bremerhaven, aber sie tourt bald schon durch Städte in ganz Deutschland. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ich habe in meiner Zeit in Bremerhaven einiges gelernt. In Wasserstoff steckt wahnsinnig viel Potenzial für viele Anwendungsbereiche. Aber es gibt auch ein großes Problem. Wir werden in naher Zukunft nicht genug grünen Wasserstoff haben, um all diese Projekte mit grünem Wasserstoff zu versorgen. Und deshalb müssen wir priorisieren und den grünen Wasserstoff dorthin schicken, wo er unerlässlich ist. Und ein Beispiel dafür liegt direkt hinter mir. Das ist das Stahlwerk in Bremen. Und wie dort in Zukunft Wasserstoff eingesetzt werden soll, um wegzukommen von CO2-Produktion, das gucken wir uns jetzt an. Aktuell produzieren wir in Deutschland rund 40 Millionen Tonnen Rohstahl jedes Jahr. Damit sind wir weltweit in den Top 10. Und das Ding ist, Stahl ist für uns unverzichtbar. Beim Bau von Gebäuden, in Autos, in Zügen, fast überall steckt Stahl drin. Und auch indirekt in vielen Industrien, in Maschinen, in den Schienen von den Zügen. Also es gibt jede Menge Anwendungsbereiche für Stahl. Und in der Theorie kann das auch ein nachhaltiger Rohstoff sein, weil man kann Stahl extrem gut recyceln und das fast ohne Qualitätsverlust. Aber 2/3 der Stahlmenge in Deutschland werden aktuell aus neuem Eisenerz hergestellt. Das heißt, dafür nutzen wir dann Koks und Steinkohle und das sind ja die fossilen Energieträger schlechthin. Und das muss sich ändern. 7% von allen Emissionen in Deutschland kommen aus der Stahlproduktion. Das ist verdammt viel für einen einzigen Industriezweig. Der Rohstoff, mit dem alles anfängt, ist Eisenerz. Das enthält in der Regel noch zu viel Sauerstoff, der entfernt werden muss. Und das passiert im Hochofen. Hier reagiert Kohlenstoffmonoxid mit dem im Eisenerz enthaltenen Sauerstoff zu CO2.
Und deshalb entstehen für jede Tonne produziertem Stahl rund 2 Tonnen CO2. Eine Tonne Stahl, 2 Tonnen CO2. Für das Stahlwerk in Bremen bedeutet das jährlich rund 7 Millionen Tonnen CO2. Alarm! Das ist so viel wie der komplette Rest von ganz Bremen zusammen. Aber das wissen auch die Chefs des Stahlwerks und deshalb will man das in Zukunft ändern. Zum Beispiel soll hier mal irgendwann grüner Wasserstoff benutzt werden, um den Sauerstoff aus dem Eisenoxid zu lösen. Dabei entsteht kein CO2 mehr, sondern nur noch Wasser. Und das Ding ist, Wasserstoff ist die einzige umsetzbare Alternative, damit die Stahlindustrie auf den grünen Zweig kommt. Dafür brauchen wir insbesondere grünen Wasserstoff aus erneuerbaren Quellen, damit wir das Problem nicht einfach nur verlagern. Aber da wir mit der Produktion von grünem Wasserstoff noch in den Kinderschuhen stecken, wird es noch ein langer Weg sein, bis wir die Stahlindustrie und alle anderen Verbraucher mit ausreichend Wasserstoff aus nachhaltigen Quellen versorgen können. Deshalb ist eine Priorisierung so wahnsinnig wichtig. Und dann werden wir hoffentlich mit neuen Technologien und Elektrolyseverfahren immer besser und effizienter darin, Wasser in seine Bestandteile zu zerlegen. Noch ist das Zukunftsmusik, aber die Forschung und die Industrie arbeiten mit Hochdruck an Lösungen, die alltagstauglich sind. Und jetzt will ich eure Meinung hören. Glaubt ihr, Wasserstoff wird uns retten? Schreibt es mir in die Kommentare und lasst dem Video gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.